Mission 2 startet wieder etwas traditioneller, wandelt aber die Herausforderung ein wenig von der ersten Mission ab. Dieses Mal haben wir zwei vollwertige Gegner, beide Römer, gegen die wir uns behaupten müssen. Der blaue Spieler dominiert den Norden der Karte. Glücklicherweise müsst ihr ihn aber nicht besiegen, was ganz gelegen kommt, da er viele vollbesetzte Burgen besetzt. Unser eigentliches Ziel ist der grüne Spieler, der den Nordosten und Osten der Karte kontrolliert. Auch ihn müsst ihr aber nicht restlos besiegen, es genügt die Zerstörung dieser Burgen. Damit wird direkt verhindert, dass sich diese Mission am Ende unnötig zieht. Den Hauptteil eurer Bodenschätze werdet ihr aus dem Berg westlich eurer Startposition beziehen, wo ihr Kohle, Eisen, Gold und Stein findet. Falls ihr zusätzliche Kohle benötigt, könnt ihr die Bergkette im Norden anzapfen, die blaue Siedlung abgrenzt. Oder ihr schaut in den östlichen Berg, wo ihr zusätzlich auch Stein findet, wobei ihr als Wikinger wohl kaum so enorme Steinmengen benötigen werdet. Beide KI-Spieler setzen aggressiv Priester ein und gerade der Bekehrungszauber kann euch am Anfang sehr schaden, wenn ihr noch nicht so viele Soldaten habt und ein relativ großer Anteil von ihnen die Seiten wechselt. Auch hier solltet ihr also wieder auf Türme zurückgreifen, um zumindest einen Teil eurer Verteidiger zu schützen. Von euren eigenen Zaubern ist Angst der beste Konter, da ihr den Truppenzusammenhalt eurer Gegner komplett zerstört. Außerdem kann es helfen, selbst mit Axtkämpfern zu arbeiten. Diese können gegebenenfalls verlorene Türme zerstören und werden im Fall einer Bekehrung nur zu Sanitätern. Sie sind also für eure Gegner auf jeden Fall gefährlicher als für euch. Aber schwierig ist diese Karte nur, wenn ihr wie ich gezwungen werdet, über 20 Schwefelminen zu bauen, statt die Rohstoffe in irgendwas Sinnvolles zu investieren. Blau hat irgendwann keine Priester mehr, was sein Gefahrenpotenzial erheblich senkt, und an dem Punkt sollte Grün nicht mehr in der Lage sein, euch vom Zielort fernzuhalten. Die Wikinger sind hier wirklich das ideale Volk.